Es geht jetzt um die Lage der Geraden x gleich 200 plus t mal 234 und der Geraden x gleich 600 plus t mal 6912. Was ist das Erste, was man bei der Lage von Geraden macht? Letzte Reihe bitte. Ja, das kann man besser ausdrücken, aber es stimmt. Also es geht um die Frage der Parallelität. Und was muss ich tun um die Frage der Parallelität? Nochmal letzte Reihe. Ob die Richtungsvektoren vielfach sind. Und dann schauen wir das doch. Also der eine Richtungsvektor ist 2, 3, 4 und der andere Richtungsvektor ist 6, 9, 12. So, und was stellen wir bei diesen Richtungsvektoren fest? Dritte Reihe. Dass es vielfache voneinander sind. Oder andersrum, wenn ich diesen Richtungsvektor mit 3 multipliziere, dann kommt der hier raus. Und das heißt, die Richtungsvektoren sind Vielfache voneinander. Was bedeutet das? Also ich schreibe hier, den nenne ich immer R1 und den anderen nenne ich R2. Und wir sehen, irgendeine Zahl mal R1 ist R2. Was bedeutet das? Ja? Parallelfall. So ist es. Also das heißt, wir sind in dem, was ich Parallelfall nenne. Parallelfall. Der Parallelfall ist, also der Begriff der Parallelität ist durchaus diffus und problematisch. Warum nämlich? Weil parallel kann mehreres bedeuten. Was heißt parallel auf Niveau Klasse 3? Die Geraden schneiden sich nicht. Genau, das heißt, parallel heißt auf Niveau Klasse 3, die Geraden schneiden sich nicht. Was bedeutet parallel auf Niveau Klasse 7? Ja, bitte? Die können auch identisch sein. Ja, das ist die Folgerung, aber das ist nicht die Definition von parallel Niveau Klasse 7, sondern in Klasse 7 haben die Geraden dann, wenn sie parallel sind, die gleiche Steigung. Und gleiche Steigung heißt, die können auch parallel identisch sein. Und das ist ein Problem. Meistens wird parallel so verwendet, dass man sagt, parallel, aber nicht identisch auf Niveau Klasse 3. Ich persönlich, also die Universität sagt, parallel heißt, parallel kann auch identisch sein. Und deswegen verwende ich einen eigenen Begriff statt des Begriffs parallel. Und der heißt echt parallel. Das heißt, echt parallel sind zwei Geraden, wenn sie gleiche Steigung haben, aber nicht identisch sind. Und deswegen, wie gesagt, da sage ich hier den Parallelfall. Und das heißt, es kann sein, sie sind identisch oder aber auch nicht. So, wie finde ich denn jetzt raus, ob diese Geraden identisch sind? Ja, bitte? 200 ist gleich Vektor x. 600. Jawohl. Plus b. So, also, das nennt man die Punktprobe. Oder wir setzen diesen Punkt hier ein. Diesen Punkt setzen wir hier ein. Das ist eine Punktprobe. Und was müssen wir hier machen? Ja, bitte? Drei Lagen. Ja, das wandeln wir um nach dem Identitätssatz zur Vektoren in ein lineares Gleichungssystem. So, das ist ein lineares Gleichungssystem, das heißt, das wandle ich in ein lineares Gleichungssystem um. Typ von dem linearen Gleichungssystem, wisst ihr Typ, wisst ihr nicht, das ist Anzahl der Gleichungen, Anzahl der Unbekannte, das ist ein sogenanntes 3-Kreuz-1 LGS. Drei Gleichungen mit einer Unbekannten. Lösen wir das doch mal, hier kriegen wir raus t gleich 0, wenn ich hier löse, kommt auch t gleich 0 raus. Aber wenn ich hier löse, kommt ein bisschen was anderes raus. Hier kommt, glaube ich, raus t gleich minus 2, ups, t gleich minus 2 Drittel. So, was bedeutet das? Ja, bitte? Dass sie nicht parallel, also dass sie nicht identisch sind. Warum, ne? Weil nicht alle Punkte übereinstimmen. Ja, hätte man besser sagen können, ist aber richtig. Ja, wie heißt das? Der Punkt 200 liegt nicht auf der Geraden. Völlig in Ordnung. Warum liegt der nicht auf der Geraden? Jawohl, der Parameter ist nicht überall gleich. Ja, und daher haben wir ein Problem. Daraus folgt der Punkt, den nenne ich immer P1 oder 200. Der 200, der Punkt liegt nicht auf dieser Geraden hier. Die nenne ich jetzt, die heißt auch keinen Namen. Nenne ich sie einfach mal. Ja, so, ich nenne die mal Gerade Nummer 2, warum auch immer. Ja, das heißt, der liegt nicht auf der Geraden 2. Und daraus folgt, weil der nicht drauf liegt, daraus folgt die Gerade G und die Gerade 2 sind nicht identisch und dann sind die damit echt parallel.